Hallo und herzlich willkommen zu Max Macht, der Kanal für Camping, Heimwerken und Outdoor. In einem vergangenen Video habe ich euch gezeigt, wie man so eine schöne Feuerstelle baut. Verlinke ich euch mal hier oben. Heute geht es darum, auch standesgemäß sich gemütlich zu machen um die Feuerstelle. Deswegen bauen wir so einen fantastischen Stuhl. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Allererstes machen wir die Seitenwange. Die ist ungefähr 91 cm lang. Hier schon eine Markierung gesetzt und zeichnen uns das mal grob an. Ich mache noch eine kleine Wölbung rein. Das ist dann einfach, wo man dann drin sitzt, dass es gemütlicher ist. Ihr könnt auch alles einfach gerade lassen. Dann habt ihr halt gerade Stühle. Ist auch in Ordnung. Die ganzen Rundungen, die ich mit dran mache, müsst ihr auch nicht machen. Ist euch frei überlassen. Ich mache es halt der Optik halber, aber so eine Sitzwölbung würde ich schon empfehlen. Dann machen wir uns erstmal die Schräge. Also die hier braucht ihr unbedingt, sonst liegt euer Stuhl, eure Wange einfach nur glatt auf dem Boden. Das ist quasi, das hier berührt den Boden, darauf steht es und in diesem Winkel geht die Wange nach oben. Zeige ich euch gleich nochmal. So. Dann mache ich mir hier einfach noch so optisch eine kleine Rundung rein. Das Ganze auch nochmal hier vorne, dass es halt angenehm für die Beine ist. Also das würde ich schon machen, weil da liegen ja dann die Beine auf. Da wird ja die Sitzfläche, da werden ja dann die Sitzleisten drauf gemacht. Das heißt, das hier ist die Sitzfläche und dass die Beine nicht über Eck hängen müssen, sondern schön abgerundet sind. Machen wir uns hier auch mal grob eine Linie. Jetzt kommt die Sitzkuhle für unseren Bobbes sozusagen. Ja, die setzen wir mal. Die machen wir ungefähr so 2,5 cm tief. Also, dass es so eine 2,5 cm Wölbung ist. Ihr könnt mehr oder weniger. Ihr könnt es, wie gesagt, auch gerade lassen. Ich finde es einfach bequemer, wenn die drin ist. Ich mache mal so 2,5. Und dann, wie gesagt, wenn ihr den ersten Stuhl gemacht habt und ihr wisst, worauf es ankommt, fällt euch das auch viel leichter von der Hand. Da, wo die Lehne dann befestigt wird, dass wir dann einen kleinen Schrägstand haben. Und das machen wir einfach so groß wie unsere kleinen Kantbretter. Also machen wir eine Aussparung dafür. Und zwar setzen wir die nach der Lehne, also nach der Sitzkuhle, lassen wir ein kleines Stück gerade und dann fängt er die Lehne an. Und da zeichnen wir uns einfach 10 sind die breit. Also machen wir, muss die Schräge hier 10 cm sein. So, und dann war das schon das erste Teil, das wir angezeichnet haben. Jetzt kommt die Armauflage. Die machen wir in einer Länge von ungefähr 80 cm. Also ich in meinem Fall, aber da sind euch auch keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist auch hier wieder die Aussparung von... müssen wir eine kleine Aussparung machen für dieses Brett. Und zwar 10 cm. Zack. 18 tief. Das wird eine Aussparung. Und dann das hintere Stück, so lassen wir mal so bei 5 cm ungefähr. Und dann mache ich mir hier so einen kleinen Schwung rein und machen uns vorne das auch rund. So, das sind jetzt eigentlich schon mal die Stücke, die wir jetzt aus den, die schwierigen Stücke, die wir aus dem Großen brauchen. Die sägen wir uns jetzt mit der Stichsäge aus. Hier kann ich vielleicht nochmal schön erklären, warum wir diese Schräge unten dran gemacht haben. Jetzt sieht man es besser. Einfach, dass dann die Seitenwange so am Boden aufsteht, dass wir diesen Winkel haben. Na, ich schätze mal, was wir denn das haben? 20 Grad oder sowas. Ungefähr 25 Grad, je nachdem, wie steil oder flach ihr sitzen wollt. Hier sieht man nochmal schön die Sitzkuhle. Die Sitzkuhle für den Bobbes. Und hier vorne dann, wo die Beine runtergehen. Und hier müsst ihr euch vorstellen, ist für die Lehne. Na, dieses kleine Stückchen. Das übertragen wir jetzt auf die andere Seite, also auf das nächste Brett und genauso auch mit der Armlehne und sägen das wieder aus. Ich habe es jetzt fertig ausgeschnitten, die zwei Elemente. Jetzt lege ich mir die übereinander, paarweise, spanne die zusammen und dann schleife ich die mit dem Schwingschleifer einfach so, dass die Form ungefähr identisch ist zueinander. Das mache ich jetzt wieder bei der Wange. Wie bei den Armauflagen. So, jetzt ist alles abgeschliffen. Jetzt machen wir uns die vorderen Füße noch aus den großen Brettern.
Die haben bei mir eine Höhe von 51 Zentimetern. Könnt ihr höher, tiefer machen. Aber so im Daumen. 51 Zentimeter schneide ich mir aus den Reststücken zurecht. Und dann haben wir schon alles, was wir mit den großen Brettern bearbeiten wollen, bearbeitet. Jetzt machen wir die obere Stütze für die Lehne. Hier mache ich auch wieder eine kleine Rundung rum, rein für den, einen kleinen Radius rein für den Rücken. Das könnt ihr auch gerade machen. Ich finde es gemütlicher mit einer kleinen Rundung, sitzt sich einfach gemütlich. Das Ganze sollte das obere Stück breiter sein als die Lehne selber. Wir haben eine Sitzfläche von 51 Zentimetern. Dann würde ich mal sagen, machen wir so 54er Breite. Ich habe mir das jetzt so aufgezeichnet und das sägen wir jetzt wieder aus. So, hier seht ihr die Rundung für die Rückenlehne. Habe ich jetzt mit ausgeschnitten. Jetzt machen wir das untere Teil für die Rückenlehne. Da ich will, dass meine Rückenlehne spitz zuläuft, mache ich den Radius genau halb so groß. Und dadurch bewirke ich, dass sich die Lehne von unten nach unten verjüngt. Das Holz für das untere Lehnenteil machen wir so breit wie unsere Sitzfläche. In meinem Fall jetzt 51 cm. Das setze ich die obere Rückenlehne drüber. Also setze mir die so auf, bis ich ungefähr die Hälfte vom Radius habe und tausche mir den Radius ab. Dann säge ich mir das wieder mit der Stichsäge aus, schleife mir die beiden Teile und dann geht's weiter. Jetzt brauchen wir noch zwei Stützen, eine mit 45 cm und eine mit 51 cm. Also eine Stütze ist so breit wie unsere Sitzfläche, eine Querstütze und eine Querstütze so breit wie unsere Sitzfläche abzüglich der beiden Seitenwangen. Unsere Sitzleisten werden so sein. Das sind einfach bei mir, ich nehme die halben Zehnerbretter, also ich säge mir die in die Hälfte. Das heißt, wir haben eine Sitzbreite von 51 in dem Fall. Da schneide ich mir einfach fünf Sitzbretter zurecht und halbiere die einfach. Da die jetzt alle recht ungleichmäßig sind, schleife ich mir die einfach noch ein bisschen zurecht. Wenn die ein bisschen Kontur bekommen und nicht ganz akkurat sind, macht mir es gar nichts. Im Gegenteil, ich finde es sogar ein bisschen schöner. Deswegen habe ich mir auch nicht einfach Fünferhölzer gekauft, sondern säge mir die zurecht. Das gibt dem Stuhl noch so ein bisschen die Authentizität. Jetzt machen wir uns die Leiste für die Sitzlehne. Wir machen ungefähr eine 86 cm Länge. Das Holz hat eine Breite von 10 cm. Da können wir jetzt wunderbar, auf die Länge können wir jetzt zwei Rückenlehnleisten machen. Und zwar fangen wir oben an eine mit, fangen wir hier 2,5 cm und unten machen wir uns dann die Markierung bei 7,5. Jetzt nehmen wir uns eine gerade Latte oder was ihr halt da habt. Und schon habt ihr zwei Rückenleisten angezeichnet. Die säge ich jetzt zu. Insgesamt brauchen wir sechs solche Leisten, also werden wir uns drei solche Schnitte machen müssen. Jetzt geht es an die Verschraubung. Dafür nehmen wir uns die erste Seitenwange. Und jetzt nehmen wir uns eine Tischkante oder ähnliches und richten uns die mal mit dieser abgesägten Schräge an der Tischkante aus. Dann haben wir schon den Winkel, in dem dann unser Stuhl steht. Dann nehmen wir das vordere Bein, ein vorderes Bein, und richten uns das aus. Ich setze es so ungefähr 8 cm Abstand zur vorderen Kante, aber ein paar Zentimeter hin oder her. Macht halt optisch, finde ich, den besten Eindruck. Richte es mir auch auf einer Tischkante aus und schraube den jetzt fest. Ich habe in meinem Fall jetzt 3,5 x 35er Edelstahlschrauben mit einer Bohrspitze. Das heißt, ich muss nicht vorbohren. Erspart mir viel Arbeit. Nur dann später bei den Sitzleisten, wo man wirklich nur ganz knapp am Holzrand schraubt, da würde ich das Vorbohren schon empfehlen. Ich mache da einfach 5 Schrauben rein. Dann verschrauben wir die hintere Stütze, die Schräge nach hinten. Wenn wir das außen haben, müssen wir die nach innen legen. Können uns hier auf der anderen Seite ein Brett mit der gleichen Dicke hinlegen, dass wir gerade kommen, genau. Und dann so ungefähr 3 cm vom Rand, von der äußeren Kante hier unten. Also da darf nichts überstehen. Sonst sitzt der Stuhl nicht mehr auf der Lehne, hier auf dem Fuß auf, sondern hier auf der Stütze. Das wollen wir natürlich nicht. Das passt mir so. Dann schraube ich jetzt erstmal eine von außen, dass es hält. Und den Rest von innen. Soll es ja dann stehen. Super. Jetzt bauen wir uns ein zweites Bein. Schaut aber darauf, dass ihr es genau andersrum macht, ne? Weil wir brauchen ja ein linkes und ein rechtes.
Jetzt nehmen wir unsere zwei Seitenteile, die wir gerade zusammengeschraubt haben, und setzen uns das untere Stück für die Lehne drauf. Dafür haben wir ja diese Aussparung reingesägt. Das ist hier drin sitzt richtig bündig, weil es hat ja, das haben wir auf Sitzbreite gesägt, das ist der Grund, 51 cm. Deswegen schön bündig mit mit der Seitenwange. Als nächstes nehmen wir unsere Querstücke, die wir ausgesägt haben. Der eine ja mit 51 cm und der kürzere kommt hier hinten hin, innen rein. Nicht ganz auf Bodenhöhe, ein bisschen höher. Und den anderen setzen wir hier vorne zwischen die beiden vorderen an die Unterkante von den Seitenteilen, mittig ausgerichtet zu den vorderen Füßen und schrauben die uns so fest. Jetzt nehmen wir das obere Lehnenstück und mitteln uns das aus. Hier mal einen kleinen Überstand, weil wir hier was weggenommen haben. Das ist aber nicht schlimm. Das heißt, ihr könnt euch die Lehne entweder nehmt hier für ein breiteres Holz, wenn euch das stört, mich stört es nicht, oder ihr macht die Lehne halt ein bisschen schmaler. Mittelt euch das aus und schraubt die hier oben drauf fest. Jetzt halten wir uns hier mal unsere Sitzlehnenleisten an, bohren die auf hier unten zumindest vor. Also ich würde es nicht ganz knapp machen, ich würde es ein bisschen überstehen lassen. Bohre die mir jetzt bei 3,5 cm vor hier unten. Alle meine 6 Stück haben wir, glaube ich, 6 Stück. Und dann positioniere ich mir die, richte mir die aus mit dem Abstand zueinander, wie es mir gefällt, und schraube die fest. Jetzt setzen wir uns die Sitzleisten auf, einfach bis nach vorne hin und schrauben uns die fest. Natürlich auch wieder hier vorbohren. Jetzt kann man schon mal langsam gut erkennen, dass es ein Stuhl wird. Jetzt kommt noch mal das charakteristischste Merkmal dieses Stuhls, und zwar sind es diese schönen dicken Armlehnen. Ich habe mir jetzt noch mal zwei so kleine Winkel gemacht, einfach nur, die mache ich mir dann, die mache ich mir dann hier noch mal hin als kleine Stütze, ne, dass die Armlehne einfach nur mal abgestützt wird, wenn nicht so da drauf liegt. Ein weiterer Punkt: die Armlehne wird jetzt so befestigt. Hier kommen wir im Bereich, da stoßen wir mit der Rückenlehne an. Das heißt, hier machen wir uns noch eine kleine Aussparung. Ich habe es schon mal angezeichnet, einfach um da nochmal rumzukommen. Einfach wieder freie Hand aufgezeichnet. Das säge ich mir jetzt nochmal kurz raus. Und dann schrauben wir das finale Teil dran. Jetzt sitzen wir standesgemäß an der Feuerstelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und am besten schreibt mir noch was in die Kommentare. Euer Max.